Ja, hier, ihr seht selber, hauen bringt nichts. Ich bring doch. Echt? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure, dem dritten Teil. Wir befinden uns direkt neben unserem Schornsteinkamin, durch den wir vorher eingestiegen sind. Und wir haben unseren magischen Ball bekommen, den wir an Klonen ausprobieren können. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man den benutzt. So. Okay, wir hören ein metallisches Geräusch. Ich glaube, dieser. Ich weiß gar nicht. Ich sehe den leider nicht, den Klon, deswegen kann ich nicht. Ja, genau, ein Klon wurde hier erwischt. Das war dieser Hasi-Klon. Den habe ich jetzt somit außer Gefecht gesetzt. Hab's aber nicht gesehen, der war einfach aus dem Bild draußen. Muss man aber leider in der einen oder anderen Situation in dem Spiel einfach machen. Einfach so ein bisschen abschätzen, wo man hinzielt. So, und jetzt können wir hier oben sehen. Da ist unsere Magie ein bisschen von weggegangen. Ne? Das heißt, wenn die leer ist, dann ist der Ball auch nicht mehr nutzbar. Also der ist dann wertlos, sozusagen. So, mal gucken, ob er den dicken dann noch. Ich weiß gar nicht. Ah ja, genau, diesen. Ist viel zu weit, ne? Also ich müsste quasi von hier aus. Ja, dolle Wurst. Jetzt hat er sich ein bisschen bewegt, jetzt ist nicht mehr. Hallo? Ja, das ist jetzt, also war, wie gesagt, in der Originalversion gab es diese Pfeile auch nicht, die einen quasi gezeigt haben, wohin man trifft. Ich finde es jetzt schade, dass man hier leider nicht ganz so flexibel. Mit dem Stick geht es ein bisschen flexibler, aber ihr seht selber, das ist eine Wackelarbeit. Das bringt uns so nicht weiter. Allerdings wäre es mir ganz wichtig, dass der Kollege weg ist, weil. Leider so, wie es ist. Man kann es nicht. Also, es ging später noch sehr, sehr wichtig, dass wir den einen oder anderen aus dem Weg räumen, ne, weil er uns im Weg ist. So, natürlich sind auch Caches immer wichtig, ne? Denn dafür können wir nachher wichtige Sachen kaufen. Ich glaube sogar, jetzt haben wir, jetzt sieht man es da oben, jetzt ist unsere Magie leer. Also ich sage jetzt mal, ne? Der Ball prallt jetzt ab und kommt zurück. Je mehr Magie wir haben, desto öfter prallt unser Ball also auch an was ab, sage ich jetzt mal. Ihr habt ja gesehen, der kann dann durchaus ein bisschen zickzack zwischen den Häuserwänden und so hin und her springen. Das geht jetzt so mit null Energie nicht mehr. Das heißt, ich muss relativ nah an dem Klon dran stehen, den ich beschießen will. Dann funktioniert das. Aber ja, zu nah möchte man den ja eigentlich auch nicht kommen. So, da ist unsere Überwachungseinheit. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen Trillipampi und guck mal, dass ich zum einen ein bisschen in die Kontakte komme. Denn ich muss ja immerhin rausfinden, was mit meiner Frau jetzt los ist, ne? Denn die wurde ja vorher wegen Beihilfe zur Flucht mitgenommen. Und jetzt gilt es in Ich erster bin ein Linie, junges Mädchen. genau. Sie wird von zwei Digoklone eskortiert. Ich habe niemanden gesehen, aber frag mal drinnen in der Taverne. Ja, also so ganz, ganz typische Adventure-Mechaniken. Ja, ich weiß nichts, aber frag mal drin. Das heißt, da ist definitiv einer, der weiß da was. Ne? Dieser nette Junge hier vielleicht. Nein, dass man alle Plakate lesen kann, indem man sich da vorstellt, was soll's, kann sowieso nicht lesen. Gut. Sie? Ah nein, kein Ball werfen hier drin. Das könnte komisch rüberkommen.
Entschuldigen Sie? Ich suche ein junges Mädchen. Ich habe sie nicht gesehen. Tut mir leid. Okay. Vielleicht oben jemand? Okay, ich versuche halt immer wieder irgendwie die falsche Taste hier zu drücken, um zu rennen. Ich würde ja gerne so argumentieren, dass ich noch die Tastatursteuerung so gewöhnt bin, aber wie gesagt, das ist mindestens 15, 16, wenn nicht 17 Jahre her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Ich suche ein junges Mädchen. Ich weiß, wo sie hingegangen sind und helfe dir, wenn du mir einen Drink spendierst. Gib dem Kellner Bescheid. Also, hier ist natürlich Bestechung. Drink spendieren, warum nicht? Wir haben 41 Caches. Das ist ja in Ordnung. Versuchen Sie nie, sich beamen zu lassen. Das ist sehr gefährlich. Nur Klone sind dazu imstande. Okay, alles klar. Danke, werde ich nicht tun. Gut. Dann gehe ich zum Kellner und sage dem, dass der Dicke da oben einen Drink kriegt, wenn ich hier dann irgendwie aus der Situation rauskomme, ja. Versuche dann doch irgendwie... Hallo. Ich möchte dem Dicko oben im ersten Stock einen Drink spendieren. Sehr wohl, der Herr. Aber das macht 10 Caches für einen Drink. Schon, ne? Also, die haben gedacht, mit dem Euro ist alles teurer geworden, ne? Gut, geben Sie ihm einen Drink. 10 Caches, das ist zu teuer. Ich glaube, diskutieren brauchen wir hier nicht. Gut, geben Sie ihm einen Drink. Ja, das muss schon ein Mods-Drink sein für 10 Caches, bin ich der Meinung. Aber gut, er verrät uns ja dafür auch, wo wir hin müssen. Ah, okay, jetzt hat der Stick irgendwie gehangen. Weiß auch nicht. Also Twinsen, habt ihr gerade gesehen, ist selber einfach weitergelaufen. Ich hoffe, das wird keine Probleme geben im weiteren Verlauf des Spiels. Ich suche ein junges Mädchen. Ja, ja. Ich habe sie vorhin im Hafen gesehen. Sie sind aufgebrochen, um sich auf eine andere Insel zu begeben. Das ist eigenartig. Die Gefangenen bleiben doch normalerweise in der Zitadelle. Mhm. Allerdings ist dies eine besondere Gefangene, nicht wahr? So, ich erwische mich leider immer wieder dabei, wie ich A, die falsche Taste zum Rennen drücken will und B, den Stick zum Laufen benutzen möchte. Ihr merkt das immer, wenn Twinsen dann ganz hakelig läuft. Wie dem auch sei, ich habe jetzt rausgefunden, wir müssen in den Hafen. Sie wurde auf eine andere Insel gebracht oder wird noch. Was wir allerdings vorher noch tun möchten, ist einmal zurückgehen. Ich habe ja bereits erwähnt, dass ich in diesen einen Laden hier noch rein will. Ich habe den jetzt gar nicht gesehen, der ist aber auch eben erst erschienen. Twinsen, was machst du hier? Ich weiß doch, dass du gestern festgenommen wurdest. Man hat mich wegen guter Führung... Unmöglich. Wegen guter Führung entlassen. Niemand verlässt die Zitadelle lebendig. Okay, also es bringt mir offensichtlich nichts. Ja, hier, ihr seht selber, hauen bringt nichts. Ich bring doch. Echt? Hat sich so nicht in Erinnerung. Ich hab gedacht, die kriegt man bloß mit dem Ball weg. Aber gut zu wissen. Für später. Jetzt plündern wir ja noch die Kasse. 10 Caches, naja, aber das haben wir den Drink auch wieder drin. Und an diesen kleinen Kaugummi-Automaten oder auch was auch immer das ist, hat man die Möglichkeit. Weiß gar nicht. Öfter sogar? Nee, leider nicht. Wenn jetzt hier jemand an der Kasse wäre, könnte man bei dem allerdings Utensilien kaufen. Also unter anderem auch meinen Zaubertrank. So, waren wir hier auch. Zaubertrunk, sehr schön. Gibt aber nicht allzu viel, ne? Tschüss. Ist der jetzt wieder hier? Man konnte ja auch irgendwie raus und reinzoomen, sowas, genau, mit den Schultertasten. So, sind wir ganz weit weg. Wollen wir gar nicht. Können auch ganz nah ran. So ist am nächsten. Wollen wir nicht. Ich denke, so ist im Moment mal ganz angenehm. Ah, Moment. Lasst mich mal schauen. Es kann durchaus sein. Es kann durchaus sein, dass man hier eventuell an diesen Regalen... Nee. Du hast soeben eine Flasche Sirup gefunden. Ha, Sirup! Genau. Nicht umsonst hat diese Flasche farblich so hervorgestochen.
Ich weiß es aber nicht genau, was man mit dem Sirup macht. Das werden wir aber gegen später noch erfahren. Also, so was Ähnliches wie Rezepte gibt es, glaube ich, noch. Oder zumindest mal wird einem gesagt, was man mit Sirup machen kann. Wir können auch mal ganz kurz ins Inventar gehen. Diese Flasche enthält 50 cl eines stark konzentrierten Sirups. Was dieser Sirup macht, ja, wissen wir nicht. Und was macht denn unsere Tunika eigentlich? Dank dieses magischen Symbols hast du soeben die erste Kraftstufe erreicht. Also wir werden die Kraftstufe auch noch erhöhen im Laufe des Spiels. Ja, so ganz Adventure-like. Das ist unser magischer Ball. Wenn du eine neue Energiestufe erreichst, erhält sie neue Schlagkraft. Also der Ball auch unter anderem. Seine Flugbahn wird ebenfalls mit jeder Stufe verbessert. Unter der Bedingung, dass man über genügend Magie verfügt. Da der Ball bei jedem Wurf Magie verbraucht. Ja, habe ich euch bereits erklärt. Also je mehr Energie, beziehungsweise je höher wir Magiestufe haben, desto weiter können wir den Ball im Endeffekt nachher werfen. Es wird auch an der einen oder anderen Stelle noch notwendig. Auch wieder dumm gelaufen, ne? Taucht er halt einfach so auf, der Kerle. Was willst du machen? Wer sind Ich Sie? suche ein junges Mädchen. Ich habe sie nicht gesehen. Aber sollte man sie festgenommen haben, geht sie das sicherlich nicht an. Das ist meine Frau, das geht mich sehr wohl was an. Du alter Sack. Banause. Ja, also wie dem auch sei. Jetzt haben wir noch ein paar Minütchen. Genau, stehen bleiben. Soll heißen, wir gehen jetzt noch zum Hafen. Ich weiß auch, wo der ist. Jetzt habe ich gedacht, das Ding hat mich gesehen. Aber Gott sei Dank nicht. So, der sollte. Doch, der schießt. Der schießt, der schießt, der schießt, der schießt. Okay. Endlich andere Musik. Und jetzt, meine lieben Freunde, das ist die Stelle, die ich mal erwähnt habe, bei der normalerweise dieses Spiel jedes Mal abstürzt, wenn du es von irgendeiner Seite herunterlädst. Das muss ich jetzt wieder mit dem Stick ein bisschen machen, der ist... Okay, ich kann leider die Flugbahn nicht halten. Gibt's das? Es ist der Hafen, man hört es, das ist toll. Also auch die. Auch wenn es simple Geräusche in dem Spiel sind, ist alles ganz, ganz toll gemacht. So, jetzt ist die Energie vom Ball natürlich wieder weg. Aber, naja, müssen wir halt mit leben, kriegen wir irgendwie wieder voll. Jetzt gibt es hier, glaube ich, als nächstes ein kleines Rätsel. Oder ist es da drüben bei dem Dico? Ich weiß es nicht genau. Ich suche ein junges Mädchen. Sie wird guten Tag. Sie wird schon fertig geguckt. Also er fragt jetzt immer wieder das Gleiche. Alarm! Das ist der Ausbrecher! Oh. Okay, ich hätte nicht zu ihm gehen sollen. Okay, also der ist unbesiegbar. Ich muss wegrennen. Ich muss leider... Okay, der hat mich schon wieder vergessen. Oder? Okay, jetzt habe ich mir natürlich, Gott sei Dank, ich habe 2 Kleeblätter verbraucht, meine lieben Freunde, glaube ich. 2 Kleeblätter. Also der ist jetzt definitiv nur mit Ball besiegbar, wenn überhaupt. Ich probiere es mal aus. Ich probiere es. Oh, ah, okay, der Ball ist von hier aus auch gar nicht so steuerbar. Doch, ich habe wieder volle Magic, aber das ist jetzt natürlich... Also, keine Situation, in der ich die jetzt komplett verbrauchen möchte. Ah, und wir hören auch dieses dumpfe Geräusch, wenn der Ball auf ihn auftrifft. Dieser Dico ist auch mit Ball nicht besiegbar. Also den kriege ich gar nicht weg. Da hilft nur Flucht. Die Flucht. Ja. Kommen wir hier rein? Ja, gut. Ah, wir haben ja von dem anderen Dico einen Schlüssel bekommen. Jetzt müssen wir hier, ich zoome mal ein bisschen raus, das ist auch der Vorteil an dieser Version, das ging in der Ursprungsversion auch nicht. Man kann sich ein bisschen einen Überblick verschaffen, wo denn Feinde stehen. Das finde ich cool, das ist durchaus hilfreich. So, jetzt können wir hier mal da vorne erstmal zum Captain gehen. Der Captain, der wartet schon drauf, der will losfahren, nicht?
Aber es fehlen vielleicht noch ein paar Leute aufs Boot. Der muss sich orientieren, nicht? Sie brauchen einen Fahrschein für die Fähre, mein Herr. Sie können dort gleich nebenan einen kaufen. Okay. Entschuldigung. Nein, ich will doch gar nicht werfen. Oh je, oh je. Also wie viel Energie ich da im Laufe des Spiels noch aus Versehen verbrauchen werde, das wage ich gar nicht in Zahlen jetzt zu fassen. Hier gibt's die Karten. Hallo. Ich hab das Horn voll. Es gibt 4 Kisten im Lager und ich bringe es nicht fertig, sie auf die 4 am Boden gemalten Kreuze zu stellen. Ich gab gerne einen Fahrschein für die Fähre demjenigen, der sie an meiner Stelle richtig hinstellen kann. Gut, dann machen wir das. Das ist ein Rätsel. Also in diesem Spiel, es gibt hin und wieder mal so Rätsel, die sind alle recht simpel. Ja, also ist nichts vergleichbar mit den Rätseln, die es heutzutage so in Spielen gibt, wo du teilweise 3/4 Stunde lang irgendwie rummachst. Jetzt müssen wir allerdings schnell schauen. Also diese 4 Kreuze. Das war so. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich müsste jetzt auch erstmal wieder gucken. Das muss... Ja. Ich hab's schon. Ich glaube, ich hab's schon. Ihr wahrscheinlich auch. Es ist, wie gesagt, nicht sehr anspruchsvoll. Auch hier wieder sehr schöne Musik, ne? Also das kann ich dem Spiel auch nur immer wieder positiv nachsagen, dass es auch einen sehr, sehr schönen Soundtrack hat. Den ich auch nie vergessen habe, ne? Auch wenn ich das Spiel also über Jahrzehnte nicht gespielt habe, dieser Soundtrack, zumindest mal die Titelmelodie, die war immer in meinem Kopf. So, habe ich das jetzt gemacht. Und jetzt tun wir Folgendes. Jetzt gehen wir wieder raus zu dem Deko. Der hat jetzt seine Kisten da, wo sie sein sollen. Und jetzt wird er uns eine Karte geben. Na? Diesmal sind die Kisten richtig aufgestellt. Vielen Dank und hier ist dein Fahrschein für die Fähre. Ein Zweitklässler hätte das geschafft, ja. War ich damals in der 2. Klasse? Nee, doch. Glaube ich an der 3. 2. oder 3. Klasse, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Und habe da ungefähr genauso lang gebraucht. Du besitzt einen Fahrschein für die Fähre. Ja. Dann schauen wir mal, wo wir hinfahren. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir uns das aussuchen können. Ich weiß zwar, dass man gegen später zwischen den Inseln ein bisschen hin und her fahren kann. Muss man natürlich jedes Mal eine Fahrkarte kaufen, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich kann es jetzt nicht zu 100%iger Sicherheit sagen, deswegen will ich auch nichts Falsches sagen. Jetzt bewegen wir uns erstmal von dieser Insel weg. Willkommen an Bord. Wir haben Glück. Es wird ein wahres Kreuzfahrtwetter angesagt. Ich habe die Erinnerung, dass das nicht so ist. Wir werden es gleich sehen. Ticket eingelöst. Jetzt müsste Twinsen, glaube ich, automatisch aufs Schiff gehen. Nicht? Dann mache ich es halt selber. So. Kreuzfahrtwetter. Ihr seht den Himmel, er ist grau. Etwas Wellengang, ne? Ja. Kreuzfahrtwetter. Ah, und seine gesunde gelbe Hautfarbe verliert er auch. Jetzt sehen wir, wo wir hinfahren. Das ist auch, finde ich, ganz, ganz süß gemacht. So. Und jetzt sind wir hier. Ich weiß gar nicht, wo. Wo sind wir denn eigentlich? Guten Tag. Sie brauchen einen Fahrschein? Für die Zitadelleninsel. Ich komme da gerade her, du Arsch. Da ist ein Soldat, aufpassen. Sie brauchen einen Fahrschein. Ein Soldat, den könnten wir jetzt auch mit unserem Magic Ball wegulzen, aber... Auf der Hauptinsel. Wir sparen uns das. Die Hauptinsel, jawohl. Wir haben am Anfang des Spiels gehört, dass alle Bewohner auf die Südhalbkugel von Dr. Funfrock geschickt wurden. Guten Tag. Ich suche eine Freundin. Sie wird von 2 Digoklonen eskortiert. Die Nordhalbkugel, was da also vonstatten geht, das erfahren wir im weiteren Spielverlauf. Da ist es nämlich nicht mehr so schön. Ich habe sie nicht gesehen. Danke für die Hilfe. Yo. Da ist wieder so ein Klon. Ich weiß gar nicht, ob der mich jetzt hier totschlägt.
Aber das werden wir auch in diesem Video nicht mehr erfahren. Das erfahren wir im nächsten Video, denn da geht es an exakt gleicher Stelle weiter. Und ja, hoffentlich seid ihr dann zum Zuschauen wieder dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Däumchen da lassen in die Richtung. Und wenn ihr Lust habt, sogar ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt, gerne im Kommentarbereich auch zu dem Spiel äußern, wenn ihr es, so wie ich, schon aus eurer Kindheit kennt und liebt, vielleicht auch hasst aus irgendeinem Grund, kann gerne alles in den Kommentarbereich, können wir gerne drüber diskutieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen und tschüss.